Hallo zu einem neuen Video von uns. Heute mal kein typisches Reisevideo. Wir haben uns die Burgruine Falkenburg angesehen und wollen euch hier die Ruine kurz vorstellen. Die Falkenburg liegt im Teutoburger Wald bei Berlebeck in der Nähe von Detmold. Die Burg liegt auf einem Berg, welcher mit einer Höhe von 367 Meter angegeben ist. Der Bau der Falkenburg ist zwischen 1190 und 1194 veranlasst worden. Mitte des 15. Jahrhunderts zerstörte ein Brand einen Großteil der Anlage, die aus einer Haupt- und einer Vorburg sowie aus einem Zwinger bestand. Seit April 2005 wird die Burg von einem archäologischen Grabungsteam untersucht. Im ersten halben Jahr der Grabung, in denen der gesamte Bergkegel um 2,5 Meter abgetragen wurde, konnte im Erdreich aufragendes Mauerwerk von 2,5 bis 2,80 Meter ans Tageslicht gebracht werden. Die Burg ist gut begehbar, ein Besuch lohnt allemal. Was leider noch fehlt, sind ein paar Infotafeln, was wo gestanden hat, sowie ein kleiner Übersichtsplan der gesamten Burg. Bei schönem Wetter hat man hier oben eine tolle Weitsicht. Man kann das Hermannsdenkmal sehen und in alle Richtungen die ganzen Bergzipfel des Eckegebirges. Alle Infos, die ich euch hier mitgeteilt habe, stammen von Wikipedia und könnt ihr da auch nachlesen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit den Drohnenvideos. Wenn euch das Video gefallen hat, liken, teilen und abonnieren und schaut euch auch unsere anderen Reisevideos an. Tschüss!